Hallo Leute und willkommen zur ersten Folge von Star Wars Battlefront 3 Beta im Moment noch. Und ja, wir spielen eine Runde Walker Attack auf dem Planeten Rot. Und ja, ich bin im Moment ein Rebelle und muss versuchen, die feindlichen AT-ATs zu zerstören. Und dazu müssen wir diese Comlinks aktivieren, würde mich dieser TIE-Fighter dann nicht nerven. Und ja, dann können wir nämlich so Y-Wing Attacks launchen, sage ich jetzt mal, und ja, genau. Ja, ich habe das Spiel jetzt auch noch nicht lange, ich glaube, ich habe das jetzt vor 2 Stunden aktiviert, die Beta hier. Es ist ein ober-mega-hammer-geiles Spiel. Und ja, wie ihr seht, so viel zu tun. Die Grafik ist unglaublich geil und die Spiele auf Medium. Was habe ich da? Das ist gar nicht. Ich glaube, ich habe sogar ein Schild erwischt. Yes. Scheiße. Komm schon, Hilfe! genau, was sagen wollte, ich habe okay, ich habe momentan diese Pistole ja ausgerüstet und habe dabei einen Thermaldetonator und eine Rifle. Ich habe auch ein Jetpack, aber ganz ehrlich, der bringt ja hier auf Rot nichts, was halt eine reinste Sniper-Map ist. Und oh ja. Wow. Ich wurde jetzt einfach schon wieder bei... Oder ich weiß... Ich weiß halt nicht. Und genau, das ist mein Partner, mein Netter. Bei dem kann man dann auch immer wieder einsteigen. Ja, verzeiht mir, wenn ich nicht gut bin oder sowas. Ich spiele generell eigentlich keine Shooter. Beziehungsweise habe ich gespielt. Außer halt Counter-Strike. Aber ja. Ich weiß nicht, ob das so wirklich zählt. Sag ich mal. Der sieht mich nicht. Hallo. Oh, aber der hat mich gesehen. Genau, wir spielen jetzt hier einfach mal eine lockere Runde, damit ihr auch einen Eindruck von dem Spiel bekommt. Und ja, die Beta, die geht von 18. bis zum 12. Da könnt ihr euch die kostenlos downloaden. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja, kostet ja nichts und im Schaden, ne? Man bekommt halt einen geilen Eindruck hier vom Spiel und wir können jetzt auf jeden Fall mal erstmal... Willst du mich verarschen? Ich hoffe, das geht jetzt noch. Können wir jetzt noch Loot nehmen? Nein! Wir konnten gerade Loot nehmen, aber dieser schöne Turm da hat uns versaut. Der hat nämlich mitten in diesem Ladevorgang quasi mich getötet und deswegen wurde das Schild abgebrochen. Ja, genau, es gibt momentan nur diesen Spielmodus und noch einen weiteren, den wir dann wahrscheinlich dann im zweiten Part sehen. Ja, also es ist einfach, es gibt halt diese typischen Zeugs, so, mit Targets zerstören und sowas, was ich eigentlich echt cool finde. Gab es ja bisher bei Battlefront noch nie, wer die ersten Teile gespielt hat. Die haben Torben und ich ja besonders gesuchtet. Genau, falls ihr jetzt urlang auf unserem Kanal seid. Unsere ersten Videos waren allesamt Star Wars Battlefront 2 Videos. Damit hat das ja alles angefangen, der ganze Müll. Ich werde von links beschossen. Ja. Und ich werde mir das Spiel auf jeden Fall kaufen in der Vollversion. Scheiße. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit den anderen beiden aussieht, aber ich denke mal, zumindest die Beta wird bei den beiden drin sein. Das heißt, vielleicht kriege ich da sogar noch 2 Folgen mit denen hin. Ich werde jetzt erstmal im Voraus aufnehmen, weil das Spiel erscheint ja erst Anfang November, Anfang Mitte November. Bevor ihr dann kein Video habt, also von Star Wars, nehme ich jetzt lieber im Voraus kurz auf. Ja. Hallo? Hi.
Nein! Das war wieder so. Ja. Also was ich sagen muss, so lust, das ist der zweite Planet, den es momentan gibt. Das ist quasi so suchen und nicht suchen und zerstören mäßig, das ist auch hier so mit. Oh shit. Ja, da wird mich killen. Nein! Das kann nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Oh Mann. Genau, wo war ich jetzt gerade? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Wieso kommt der denn wieder auf mich? Was habe ich den allen getan? Alter! Ohne Spaß jetzt. Ich werde einfach von allen hier weggerackt. Nein, das ist ein Schild. Jetzt ist hier kein Schild mehr. Chidi. Lauf, 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 lauf. Ich will dieses Power. Okay, ich habe eine Rakete. Genau, ich hoffe oder ich denke, dass es noch mehr Waffen geben wird als diese Pistols. Hallo? Ja, hoffe ich jetzt einfach mal. So, schauen wir jetzt. Ach nein. Wie kann man eben nur angreifen, wenn diese Walker, wenn diese Y-Wing-Dinger da gemacht wurden, was wir jetzt hier mal eben machen können. So, jetzt haben wir das gesaved und müssen das auch erstmal verteidigen. Was wir aber nicht können, weil ich gerade viel zu schlecht bin. Also ich war schon mal besser. Genau, was gibt es hier zum Spiel so allgemein? Es gibt auch noch die Ränge, die bekommt man mit XP. Und ich bin jetzt schon der maximale Rang hier vom von der Beta. Was ziemlich cool ist, deswegen kann man sich weitere Power-Ups kaufen. Das sind so Karten, sage ich jetzt mal. Und da bekommt man dann eben hier zum Beispiel einen Thermaldetonator, also hier mit 1, das ist die Granate. Oder eben auch so eine Sniper. Was ich nicht cool finde, ist das wieder ein Sniper. Jo, und wenn man sich die Grafik anguckt, ich spiele jetzt nur auf Medium, weil ich gehört habe, dass wenn man das auf Ultra spielt, was man recht eigentlich verkraftet, aber im Vollbild, was ich immer mache bei jedem Spiel, dann soll es wohl sehr schädlich sein für die Grafikkarte. Wenn man, ich weiß nicht, ob es nur beim Aufnehmen ist oder auch generell, auf jeden Fall habe ich dann eben quasi so einen Tipp bekommen, das eben zu unterlassen. Ja, was natürlich besonders geil ist, ist, dass man hier so Fußspuren hinterlässt. Was, ja, keine Ahnung, was mir jetzt nicht unbedingt fehlt, aber was man ja eigentlich so von Dyson allem Schrott erkennt, dass es eben, oder jetzt auch in den neuesten Spielen generell ist, dass es Objektzerstörung gibt. Die gibt es jetzt hier gar nicht so viele. Genau. Und wir nehmen jetzt erstmal hier so ein A-Wing. Ding dann auch drin. Aber hier gibt es halt nicht so viel Objektzerstörung, was ich eigentlich relativ schade finde, weil also Star Wars bietet doch gerade sowas. Solche, ja, keine Ahnung, solche lädt quasi dazu ein, einfach hier so alles zu zerstören und alles mit den Lichtschwertern und alles blastern. Was will man eigentlich mehr? Das finde ich halt echt ultra schade, dass das rausgenommen wurde. Ich schieße nicht auf die AT-ATs, weil man die noch nicht damagen kann, was manche aber nicht verstehen. Da. Okay, da haben wir jetzt einen schönen TIE Fighter kaputt geschossen. Und die werden erstmal unseren Schild. Oder? Den wollte ich gar nicht treffen. Dieses Spiel wirklich unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt dann jetzt hier auch so sehen, die sind voll cool. Was ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, also es ist so, dass sehr viel von den ersten beiden Teilen, wer die kennt, ja, weggenommen wurde, sage ich jetzt mal. Aber dafür auch
Aspekte wieder aufgenommen wurden, wie zum Beispiel von Battlefront 1 eben diese Raum- und Bodenschlachten alle vereint. Die gibt es ja jetzt hier auch wieder, was ich eigentlich mega geil finde. Und es gibt jetzt auch hier wieder diese Bodenfahrzeuge, halt typisch hier AT-AT und all den Müll, AT-ST-Läufer. Und ja, das finde ich halt mega hammercool, besonders auf anderen Maps. Boot finde ich ist jetzt nicht so die optimale Map für, ja, keine Ahnung, für das richtige Gameplay, weil das halt eine, ja, Sniper-Map ist, sage ich jetzt mal. Und sehr viel über Distanz geschossen wird. Und natürlich so die meisten Gadgets, womit man dann auch wirklich coolen Stuff machen kann, wie Jetpack oder sowas, der bringt halt einfach nichts. Das finde ich halt ultra schade. So, schießen wir jetzt nochmal drauf und verfehlen natürlich, weil wir so klug sind. Und genau. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass sich Tom und Flugge das auch noch holen. Das wäre echt cool. Aber ja, ansonsten müsst ihr halt nur mit mir auskommen. Und genau, warum ich jetzt keinen Singleplayer zum Beispiel als erste Folge nehme, den gibt es hier nicht auf. Das ist einfach, weil ich den irgendwie unglaublich langweilig finde. Zumindest jetzt im Moment. Es gibt quasi 6 Wellen, die man überstehen muss und das war's. Der ist nicht so meins. Der muss nicht sein. Shit, warum hast du an mir getroffen? Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Schwierig hier so rauszuschießen. Das war, glaube ich, in Battlefront 1 relativ leicht. Ich selbst habe ja auch beide Teile gespielt. Tom, glaube ich, nur 2. Flori, weiß ich gar nicht. Ich glaube aber auch. Was ich irgendwie hier total vermisse, ist einfach dieses typische so Capture the Flag-mäßige, dass das jetzt, das wird dann im zweiten Part kommen. Das gibt es, ja, also es gibt es schon noch, aber es ist irgendwie anders. Es ist so ein anderes Feeling, einfach hier so jetzt durchzumarschieren. Und ja, das, also in manchen Fällen ist es gut, aber in anderen auch echt wieder, ich weiß nicht. Kann man sich bestimmt überstreiten. Auf jeden Fall stellen wir jetzt hier erstmal so ein Vehicle Turret auf, die uns nicht Läufer und all den Müll vom Hals hält. Wieso auf mich? Ich krieg die Krise jetzt ohne Spaß. Wow, es ist so ätzend. Wer kennt es nicht aus dem zweiten Teil, wo alle hier mit diesen fetten Schocktruppen rumgerannt sind, mit Raketenwerfer und einfach null Skill alle weggeballert haben. Ich selbst habe früher gerne den Techniker gespielt, er konnte eben so Detonationspack werfen. Und ja, das war echt cool, wenn man damit teilweise echt lustige, lustige Sachen anstellen konnte. Was ich hier zum Beispiel schade finde, dass zum Beispiel mein Thermaldetonator keinen Schaden irgendwie am Schnee gemacht hat. Obwohl daneben jetzt komischerweise diese schwarze Schnee-Dingsbums war. Was irgendwie irritierend ist. Dinger rücken mich, da sieht man auch die Spuren schnell. Das ist so awesome. Also Grafik kann man echt nicht meckern. Ich spiele jetzt entwickelte Sachen auf Medium. Grund habe ich ja auch schon genannt. Und dafür sieht die Grafik echt mega hammermäßig geil aus. Ultra konnte ich leider noch nicht spielen, aber gut, werden wir dann sehen. Wird dann ja hoffentlich. Oh. Und wie gesagt, jetzt auch hier so eine fette Explosion macht einfach null Objektschaden. So, wenn die Waffe nämlich am Überhitzen ist, kann man, wenn man recht im Moment R drückt, quasi direkt wieder schießen. Ansonsten dauert es ultra lang, bis man die Waffe quasi wieder kühlt. Und ja, haben wir auch schon verloren. Macht man nichts.
Ja, das war halt nur eine kleine Runde, um einfach in der Beta sind es nur so kleine Runden, um mal einen Einblick in dieses Game zu bekommen. Ich habe jetzt auch nicht gut gespielt, was man an meinen Stats eventuell sieht. Ja, da sehen wir uns im zweiten Part, wahrscheinlich auf Sullust wieder. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, sei es Minecraft, Battlefront, Arma, whatever, abonniert doch mal, lasst einen Kommentar da. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Tschüss.